Ich werde heute mein Team auf eine 107er Gesamtbewertung bringen. Folge von Fieber 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier um 20 Uhr zu einer neuen Ausgabe, zu einem neuen Ründchen von Fieber Mobile. Fieber Mobile 19 ist ja ganz klare Sache, Leute. Heute früh gab es bereits um 7 Uhr eine Folge, endlich mal wieder eine Folge von Ich bewerte eure Teams. Solltet ihr diese Folge noch nicht gesehen haben, checkt sie auf jeden Fall aus, geht auf meinen Kanal. Solltet ihr neu auf meinem Kanal sein, könnt ihr gerne kostenlos ein Abo da lassen. Und ja, somit verpasst ihr keiner meiner Videos mehr. Wir gehen heute rein. Ich hatte mir gestern überlegt in der Folge, hole ich mir Suarez beim Champions League Event oder gebe ich meine Punkte aus für Skill Boosts? Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, auch wenn viele geschrieben haben, Suarez soll ich mir holen. Aber es war eigentlich klar, wenn ich Skill Boost gegen einen geilen Spieler, sage ich mal, aufstelle, dann ist es klar, dass die meisten sich für den geilen Spieler entscheiden. Aber man muss es so sehen, ich brauche Suarez nicht. Ich habe Ronaldo vorne im Sturm. Mit Ronaldo bin ich zufrieden. Ronaldo wird auch da vorne drin bleiben. Es ist ein Team of the Year Spieler, deswegen. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre Suarez holen und verkaufen. Aber wofür brauche ich dann wieder die 20 Millionen, die ich für Suarez bekomme? Deswegen hole ich mir lieber en masse hier Skill Boost Punkte, sodass ich vielleicht mit den heutigen Skill Boost Punkten mein Team auf 107 bekomme. Ich werde euch jetzt nicht alle Packs zeigen, weil ich habe hier 5000 Punkte, Leute. Ich starte jetzt einfach mal. Ich habe mich dazu entschieden, meine Punkte für Skill Boosts auszugeben. Und deswegen mache ich das jetzt hier auch die ganze Zeit. Also ich werde, ich denke mal, legendäre Boosts werde ich mir nicht holen, weil ich keinen Spieler habe, der legendäre Boosts braucht. Also ich habe keinen Spieler, der legendäre Boosts hat. Ich habe nur Spieler mit normalen Boosts, mit seltenen und mit epischen. Und episch sogar nur einen Spieler. Übersicht brauche ich da nur. Aber wir öffnen jetzt hier mal zack, 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 zack. Ja, und ich hoffe, dass das jetzt hier was bringt, ne, mit den Boosts. So, angelangt bei den letzten 176 Pünktchen, Leute. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich hier die ganzen Packs geöffnet habe. Ich habe mir immer so im Wechsel häufige Boosts, seltene Boosts geholt. Epische Boosts auch ein paar. Und ich habe schon mal so ein bisschen reingeschnökert in meine aktive Mannschaft. Ich kann ordentlich. Ich denke mal, die 107er Gesamtbewertung ist hiermit heute geknackt. Und das dank dem Champions League Event. Also jeder, der sagt, dass das Champions League Event langweilig war. Klar, man konnte nur versus Angriff spielen, aber das Champions League Event mit dem Turnier hat sich sowas von gelohnt. Ihr seht, 5 Skill Boosts kann ich schon jetzt hier verbessern. Ups. Jetzt bin ich in den Quest reingegangen. Ja, die Quest kann ich auch noch öffnen. Stimmt, die Inform Packs, die werde ich definitiv auch noch raushauen hier heute. Ja, alle Anzeigen, bam bam. Dafür muss ich noch das Gratis Pack öffnen. Aber erstmal wollte ich die Skill Boosts jetzt verbessern hier. Ich wollte die 107er Gesamtbewertung heute knacken, Mann. Und das werden wir definitiv schaffen, Leute. Das werden wir schaffen. Schaut euch das mal an hier. Zack, Abwehr. Ramos und Piqué auf... Also Ramos auf 105 und Piqué auf 108. Genau. Sehr geil. Dann haben wir hier... Freistoß. Lionel Messi somit auf 108. Schmeckt auf jeden Fall. Dann haben wir noch Reaktionen. Bedeutet Carvajal auf 107. Sehr gut. Dann haben wir Dribbling. Dribbling Neymar auf 106. Der hängt da so ein bisschen hinterher. Genauso wie Ramos. Aber bei Ramos war ich mir halt nicht sicher, ob ich den noch behalte. Und dann noch Luis Figo auf 107. Also, wenn ich jetzt hier nicht 107 habe, dann weiß ich auch nicht mehr. Schauen wir mal rein. Ich hoffe es, Leute. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Faust in die Facecam. Faust in die Facecam. Ja, Wolski, Mann. Die 107er Gesamtbewertung ist am Start. Geil, Mann. Geil, 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 geil. Hab dadurch jetzt natürlich ein paar Münzen verloren, aber das macht ja überhaupt gar nichts. Ist ja
normal halt ein paar Münzen dafür auszugeben. Dann haben wir hier noch das Pysank. Ne, das ist das. Welches Ei? Doch, das Pysank-Ei. Und hier kriegen wir ja auch nochmal. Hier können wir uns ja auch nochmal rein theoretisch Skill-Boosts abholen. Und gar nicht so wenig. Also, wenn ich mir keinen Spieler leisten kann, sage ich mal. Ich bin jetzt bei 77 Punkten. Ich könnte mir rein theoretisch Golovin holen. Tadic werde ich nicht mehr schaffen. Dafür müsste ich nochmal ein Oster-Bundle-Pack-Opping machen. Mache ich aber nicht mehr. Golovin könnte man sich mal überlegen. Dann kann ich sogar meinen Arne Meyer auf 99 trainieren. Das hätte eigentlich auch nochmal was. Golovin, den würde ich dann verkaufen direkt. Zack, zack. Golovin. Schauen wir mal noch ganz kurz mal nach, wie viel der Golovin bringt. Golovin. Der bringt 20? Ne, 10. 10 Millionen gerade mal. Ja, ist ziemlich wenig, ne, finde ich. Dann würde ich eher doch vielleicht zu den Skillboost-Karten greifen. Muss ich mir nochmal überlegen, aber wenn ich zu den Skillboost-Karten greife oder mich dafür entscheide, dann kann ich halt Arne Meyer nicht auf 99 trainieren, weil ich schalte durch Golovin ja die 99er-Bewertung frei. Schauen wir mal. Weiß ich echt noch nicht, was ich da mache. Erstmal wollen wir uns die Gratis-Ausbrütpunkte nochmal ab, die 25 Stück. Dann werde ich hier nochmal... Ja, komm, ich muss ja versus Angriff spielen. Ich habe mein 107er-Team aktiviert. Kann direkt mal mein neues Team austesten, meine 107er-Gesamtbewertung. Ja, weil ich brauche halt Eier, dass ich da halt nochmal ein paar Eier ausbrüten kann. Ich hoffe, ich bekomme ein goldenes Ei. Nicht nur wegen, also natürlich, goldenes Ticket ist in meinem Hinterkopf, oh, 107er Gegner. Aber ich meinte, dadurch bekommt man halt 6 Core-Punkte und das ist richtig nice. Und ich glaube, dieses Spiel wird heftig, Mann. Ich glaube, dieses Spiel wird ganz, ganz eng. 107 gegen 107, Duell auf Augenhöhe. Na, weg damit. Und let's go. Das hatte ich ja immer gesagt. Matchmaking beim Ostern-Event ist jetzt nicht so. Und jetzt ist es mal endlich ein Duell auf Augenhöhe. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier siegreich gestalten können. 1-1, 1-2. Hier bei diesen Angriffen, wenn man so nach links, wenn man links oder rechts rennt, dann weiß ich nie so wirklich, wie ich da... Nein, auch Ronaldo, ich wollte schießen und er macht den angetäuschten Schuss. Manometer, ja, jetzt treffe ich die Latte. Ja, moin, das Spiel können wir jetzt schon abhaken. 2-4. Aber aufgeben werde ich trotzdem nicht. De Gea, safe. Oder wen hat... Och, was mache ich denn hier? Komm, Rullet. Ja, abgefälscht, ja. Hier läuft alles falsch. Und wen hat er da im Kasten? Das möchte ich mir nochmal angucken. Ich glaube, De Gea ist das, ne? Mann. Aber egal, das lag jetzt nicht nur am Keeper, sondern das lag auch daran, dass ich einfach die Chancen schlecht herausgespielt habe. Und hier auch wieder. Ja, was ist das? Was spiele ich hier zusammen? Ich glaube, ich bin immer noch verwirrt wegen den Skillboost-Karten. Die ganze Zeit Impacts geöffnet, nein, Spaß, keine Ahnung. Also ich verliere das Spiel, der Gegner ist einfach besser. Punkt. Da muss ich hier nicht nach Ausreden suchen, sondern der Gegner ist einfach besser. Figo macht nochmal das 5. Tor. 5 Tore sind auch einfach schwach. 5 Tore sind auch einfach schwach. Wir gehen rein ins nächste Oster-Event versus Angriffsspiel. Ich hoffe, dass ich das jetzt gewinnen kann. Aber ausbrüten kann ich ja jetzt eh keins, ne? Weil ich habe ja nur 25 Ausbrütpunkte und der Gegner hat einen Suarez, einen De Gea. Er hat einen De Gea als Champions League-Karte. Aber der De Gea hatte bloß, so wie ich es gesehen habe, Ein Skillboost, wie geht denn das? Hat er vergessen, sein Team dazu verbessern oder seine Skillboost-Karten oder was? Oder was hat Champions League De Gea für einen Skillboost? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schön, Marcelo. Da kann man auch mal für dieses Tor ein bisschen tanzen, gebe ich dir recht. Neymar mit dem zweiten Tor. Das liegt auch, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das liegt an dem Skillboost. Hätte De Gea jetzt Skillboost 10, würde er hier schon wieder die Finesse-Schüsse halten wie kein anderer Keeper. Sag Ronaldo 4-1. Jawohl, Ronaldo, ja, 5-2. Und 6-2, das sieht gut aus hier, dieses Spiel.
denke mal, dass wir das hier gewinnen können. 7-3, die Inform-Packs darf ich auch nicht vergessen, stimmt. Nicht, dass ich da wieder vergesse, die 100 Punkte abzuholen und dann am Ende habe ich wieder das Problem, dass ich das 750er-Pack nicht öffnen kann. Aber diese Woche läuft es eh nicht gut. Ich habe noch nicht einen einzigen Inform-Spieler gezogen. Deswegen werde ich wohl meine Punkte, die ich im Team der Woche-Event da habe, nicht ausgeben diese Woche, weil ich halt eh noch keine Elite-Spieler habe. Wenn ich meine Punkte ausgebe, dann nur, wenn ich halt schon, keine Ahnung, 3, 4, 5 Elite-Spieler vorher gezogen habe. Aus dem aktuellen Team der Woche. Und Ronaldo nochmal mit einem schönen Tor. Da könnt ihr mal sehen, wie verschieden die Spiele sind. Ne? Im Spiel davor habe ich einfach nichts zusammenbekommen. Habe nur 5 Tore gemacht. Jetzt mache ich hier 12. Und jetzt hat der Gegner das Problem, dass er halt hier nichts hinbekommen hat und 5 Tore gemacht hat. Also da könnt ihr jetzt echt mal sehen, wie unterschiedlich die Spiele sind. Ich bekomme ein grünes Ei. Das bedeutet 6 Stunden und 1 Core-Punkt. Eieieiei. Also grüne Ei. Ich wollte doch ein goldenes, Mann. Ein Spieler trainieren muss ich auch noch. Spieler trainieren, Gratis-Pack öffnen und dann die Team der Woche-Packs, aber erstmal von EA aus FIFA Mobile rausgeschmissen werden. Das ist natürlich immer geil, da freue ich mich jedes Mal drüber, rausgeschmissen zu werden von EA. Das ist einfach, schmeckt, das ist echt geil. Es freut mich jedes Mal, da zu sehen, Verbindungsproblem ist einfach immer cool. Nicht so, hier Marcelo kriegt nochmal eine. Habe ich hier 5000, bam bam. Bringt ihn jetzt eh nichts, weil ich brauche 1,1 Millionen Erfahrungspunkte. Das ist krank. Echt krank. Quank, 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 quank. So, Shop. Es gibt ja auch irgendwelche Angebote noch. Golden Week habe ich gestern geöffnet. Wenn ihr es nicht gesehen habt, gestrige Folge auschecken, 20 Uhr. Hier, dieses meine ich. Schaut euch das Angebot mal an. Man bekommt 16 bis 22 Core-Punkte für 50 Euro. Ich sag mal, 80 Euro, ne? einfach geil, Leute. Hier, Hashtag NowWerbung. Ich feiere das, aber trotzdem. Rares gegen Bares. Geil. Muss ich hier einfach mal raushauen. Über Ostern habe ich mir das jeden Tag gegönnt. Immer, ich glaube, das kam immer früh auf ZDF Neo. Und jedes Mal, jeden Tag habe ich mir das angeguckt. Einfach geil. so. Wieso habe ich denn jetzt noch nichts? Ach, jetzt sind sie da. Jetzt sind sie da. Das 500er Pack kann ich heute nicht öffnen, das gibt es dann morgen. Des Weiteren gibt es auch noch, ich bewerte eure Teams in der Woche. Ich weiß nicht, ob ich Dienstag eine Folge bringe, ich bewerte eure Teams. Wenn ich bewerte eure Teams kommt oder halt ein erstes FIFA Mobile Video, dann wisst ihr es ja, kommt es um 17 Uhr. 17 Uhr das erste und natürlich klassisch um 20 Uhr, kennt ihr, wisst ihr ja, die 20 Uhr Folge. Ich bekomme Ramos im ersten Pack. Aber nicht Sergio Ramos, auch nicht Adrian Ramos, irgendeinen anderen Ramos. Und im zweiten Pack habe ich auch kein Glück, bekomme ich wieder diesen Italiener Coda. Das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Die 107er Gesamtbewertung ist am Start. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.